Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein realistisches Food Diary für euch und ich habe tatsächlich wieder mal unglaublich viel gegessen. Ich habe eine Woche lang gefilmt, was ich gegessen habe und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zusehen. Mein Frühstück begann mit meinem Lieblingsbrot, das ich mir schon ewig nicht gekauft hatte und da gehört einfach dick Butter drauf und ich hatte die Scheibe ein bisschen zu dick gemacht, deswegen das alles war, was ich gegessen hatte. Zum Mittagessen gab es Käsekreiner, ich hatte noch zwei Stücke von denen, sprich ich hatte 1,5 Würste. Dazu brauche ich immer Ketchup und natürlich gab es auch Salat dazu, vom Salat hatte ich noch ein bisschen was. Am Nachmittag war ich bei einer Freundin eingeladen zu Kaffee und Kuchen und das war der Kuchen, den ich da bekam. Auf dem Foto sieht das Stück tatsächlich kleiner aus. Zum Abendessen gab es Fleischsuppe mit Backerbsen darin und Backerbsen hatte ich dann noch ein paar, aber ich mag die nicht matschig. Endlich habe ich mal wieder Kinder-Bingui-Coco gefunden und das musste ich mir natürlich am Frühstückstisch endlich mal wieder gönnen. Zum Mittagessen gab es Nudeln mit Omasauce. Das ist einfach Kindheit pur und ich hatte davon nochmal so eine Riesenportion, weil ich es einfach über alles liebe. Am Nachmittag haben eine Freundin und ich Tiramisu gemacht. Er hatte einen kleinen Unfall, war aber lecker und ich hatte noch eine Portion, weswegen ich kein Abendessen mehr brauchte. Am Samstag habe ich mir mal wieder einen Krapfen geholt beim Bäcker, mit Marillenmarmelade natürlich. Zum Mittagessen haben meine Mutter und ich selbst Teigtaschen gemacht mit Champignonfülle und eben auch Champignonsauce da noch drüber. Ich liebe es, ich hatte nochmals die Portion. Und dann gab es abends eben solches Brot. Ich hatte davon dann nochmal dasselbe. Und dann hatte ich noch Schokolade. Und zwar ist das die Milka Cheesecake Schokolade. Ich glaube, sie heißt Strawberry Cheesecake, aber die ist so unglaublich süß. Also man schafft wirklich nicht mehr als diese kleinen Stückchen. Der nächste Morgen begann mit Tartaruga Brot. Ich liebe dieses Brot und das habe ich mit Butter bestrichen und Marmelade. Zum Mittagessen habe ich Nudeln mit Pesto gemacht. Also ich hatte ein paar selbstgemachte Nudeln noch und dann eben noch ein paar Spaghetti und dann habe ich selbst gekauftes Pesto draufgegeben. Und nachmittags aß ich dann wieder einen Krapfen, wieder mit Marillenmarmelade-Füllung natürlich. Und zum Abendessen gab es gerösteten Polenta, was ich nicht ganz so gerne mag. Und dazu gab es Skombri. Und vom Skombri hatte ich nochmal so ein Stück und vom Polenta auch und dazu noch ein bisschen Gorgonzola. Ich brauchte unbedingt ein bisschen Süßes und deswegen habe ich mir einen Chiobar-Schokolade gemacht. Zum Mittagessen habe ich selbst Pizza gemacht. So sah das Stück aus und es ist mega lecker geworden. Ich liebe selbstgemachte Pizza und davon habe ich zwei Stück und dann habe ich abends nochmal zwei Stück gegessen, weil die dann übrig sind. Ich klatsche dann immer noch Olivenöl drauf. Am nächsten Morgen habe ich mal wieder Milchbrötchen gegessen, natürlich mit Butter bestrichen, nicht die ganze Butter. Zum Mittagessen gab es mal wieder Nudeln und zwar mit Gulasch. Ich hatte davon dann nochmal so eine Portion. Ich mag Gulasch mit Nudeln richtig gerne. Ich habe selbst Muffins gemacht und die habe ich natürlich dann auch gegessen. Ich habe dann noch einen gegessen und dazu eine heiße Schokolade mit Sahne getrunken. Und zum Abendessen gab es selbstgemachtes Focaccia. Habe ich aus dem Rest Pizzateig gemacht und dazu hatte ich dann Salami und Käse und Frischkäse. Ich hatte dann noch ein bisschen mehr Salami. Am nächsten Morgen gab es wieder so ein Tartaruga-Brot, dieses Mal mit Schinken. Zum Mittagessen gab es Nudeln. Hey, was für eine Überraschung. Ja, ich hatte eine Nudelwoche, glaube ich, und zwar waren das Champignon-Nudeln. Ich hatte noch so eine Portion. Nachmittags kam eine Freundin zu Besuch und wir haben solche Lorca-Kekse gegessen mit Vanillefüllung. Und ich hatte davon 8 Stück, glaube ich. Und zum Abendessen habe ich mir Tomatenbrot gemacht mit meinem Lieblingsbrot und Frischkäse drauf gestrichen und dann eben Tomate drauf gegeben. Und ich habe auch noch getrockneten Basilikum gefunden und das war so geil. Das Food Diary. Ich hoffe sehr, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann kannst du mir gerne eine positive Bewertung da lassen. Du kannst mich auch super gerne hier oben kostenlos mit einem Klick abonnieren, mir einen Kommentar da lassen oder hier drüben vorbeigucken, wo du weitere Food Diaries siehst.